Auch ein weltweit renommiertes Unternehmen wie die WWE, bekannt für seine unvergesslichen Wrestling-Shows und legendären Charaktere, ist nicht immun gegen das Konzept der Wiederverwertung und Anpassung. Tatsächlich ist es so, dass sie das Rad nicht immer neu erfinden. Zahlreiche Szenen, die wir heute in den aufregenden Shows erleben, haben ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit der WWE, in Momenten, die in ähnlicher Form bereits durchgeführt wurden. Es ist ein offenes Geheimnis in der Branche, dass Wrestling-Storylines oft wiederkehrende Muster haben. Doch wie genau schafft es die WWE, diese alten Stories auf so geschickte Weise zu recyceln und anzupassen, dass sie uns immer wieder begeistern, obwohl sie doch irgendwie bekannt vorkommen? Und wie beeinflussen diese wiederholten Erzählungen die Art und Weise, wie wir die Shows wahrnehmen und interpretieren? Um diese Fragen zu beantworten, widmen wir uns heute 10 speziellen Momenten, die exemplarisch für die Wiederverwertung und Anpassung von Storylines in der WWE stehen. Es sind 10 Momente, in denen die WWE im Grunde genommen sich selbst kopiert hat und dennoch es schaffte, uns erneut in ihren Bann zu ziehen. Wer gar nicht so auf Wiederverwertung steht und lieber neue Sachen bringt, ist Holy. Wir haben wieder einen fetten Doppelrelease und bringen den brandneuen Eistee mit roter Traube auf echter Hibiskus-Tee-Basis und dem neuen Energy Gorilla Grape mit grüner Weintraube. Aber für alle, die noch unentschlossen sind, können sich auch gern das Probierpack gönnen. Mit dem Code PARAFLOW5 sparst du noch dazu 5 Euro auf deine erste Bestellung. Mit dem Code PARAFLOW dann 10% auf jede weitere. Link in der Beschreibung. Während der Pandemietage 2020, in denen wir zu Hause eingesperrt waren, übernahmen Sasha Banks und Bayley die Kontrolle im WWE-Ring. Die Freundinnen im wirklichen Leben hatten offensichtlich Spaß dabei, ihr Können vor den Kameras zu präsentieren und nutzten die Gelegenheit, ausgiebige Promos zu halten, ohne dass sie durch unerwünschte Fangesänge unterbrochen werden. Ihr dominanter Lauf, der mit zahlreichen Siegen gekrönt war, wurde oft mit der berühmten Two-Man-Power-Trip-Era von Steve Austin und Triple H im Jahre 2001 verglichen. Das ist zwar eine angemessene Parallele, doch WWE-Fans hatten bereits zuvor ein weibliches Tag-Team gesehen, das eine ähnlich tyrannische Dynamik aufwies. Lay Cool, bestehend aus Michelle McCool und Layla. Sasha Banks und Bayley wurden als eine moderne Interpretation dieses Teams gesehen. Doch es war unbestreitbar, dass sie in Bezug auf ihre Leistung im Ring die Nase vorn hatten. Beide zeigten sich oft als arrogant und reibten ihren Erfolg sowohl den Fans als auch ihren Gegnern unter die Nase. Ein Verhalten, das an das von McCool und Layla erinnert. Im Jahr 2005 hatte der Royal Rumble der WWE ein unerwartetes und chaotisches Ende, als John Cena und Batista als Letzte im Namensgame Rumble Match standen und dabei ein Finale erzeugten, das erstaunlich ähnlich dem zwischen Bret Hart und Lex Luger 11 Jahre zuvor war. Dieses Szenario war allerdings keineswegs geplant und das unerwartete Durcheinander führt zu einem großen Aufruhr bei einem der wichtigsten Pay-Per-Views des Jahres. Inmitten des entstandenen Chaos riefen die Ringrichter sowohl von Raw als auch von SmackDown zu einem kleinen Meinungskrieg auf, der nur durch das Eingreifen von Vince McMahon unterbrochen wurde. Allerdings riss er sich dabei seinen Quadrizeps und verursachte dadurch noch mehr Unordnung. Es ist bis heute unklar, wer die Entscheidung traf, das kontroverse Ende des Rumbles 94 nachzuahmen, indem er die Hände von Batista und Cena hob. Währenddessen lag McMahon mit starken Schmerzen auf dem Boden und war sichtlich wütend über die unkontrollierte Situation. Trotz der chaotischen Umstände bleibt der Vorfall einer der denkwürdigsten und umstrittensten Episoden in der Geschichte des Royal Rumbles. Es gibt in der WWE-Geschichte viele interessante und teils kontroverse Gruppierungen, aber die Un-Americans stachen dabei besonders hervor. Laut Bruce Pritchard, der in seinem Podcast über die Hintergründe der WWE spricht, hatten die Mitglieder der Gruppierung, darunter Christian und Lance Storm, von Beginn an Bedenken gegen ihr anti-amerikanisches Auftreten. Die WWE entschied sich aber dazu, den Lauf der Un-Americans vorzeitig zu beenden, bevor sie ihren vollen Hype erreichen konnten. Eine Entscheidung, die rückblickend als verpasste Chance gesehen werden kann. Mit ihren provokanten Äußerungen gegenüber den USA lehnten die Un-Americans stark an die Darbietungen von Bret Hart und seiner Familie an, die bereits 5 Jahre zuvor eine ähnliche Dynamik erzeugt hatten. Mit dieser Neuausrichtung im Jahr 2002 versuchte die WWE erneut eine patriotische Gegenreaktion zu erzeugen. Es wäre sicherlich spannend gewesen zu sehen, welche kreativen Wege die WWE mit den Un-Americans eingeschlagen hätte. Doch die Gruppe selbst war nicht bereit, als eine Neuauflage der Hart Foundation zu agieren.
So blieb ihr Potenzial letztendlich ungenutzt und wir konnten nur spekulieren, was aus den Un-Americans hätte werden können. Ein geschichtsträchtiges Ereignis in der Geschichte der WWE ereignete sich im Jahr 2011, als CM Punk in einem denkwürdigen Match bei Money in the Bank gegen John Cena antrat. Nach seinem Sieg verließ Punk triumphierend den Ring und nahm den WWE-Titel mit sich. Die WWE reagierte daraufhin schnell und ernannte einen neuen Champion, doch Punk kehrte mit seinem Originalgürtel zurück und stellte den neuen Titelträger in Frage. Dieses Szenario erinnert stark an eine ähnliche Situation, die sich fast zwei Jahrzehnte zuvor ereignet hatte. 1993 verließ Shawn Michaels die damalige WWF und Razor Ramon wurde zum neuen Intercontinental Champion ernannt. Doch Michaels kam mit seinem eigenen Gürtel zurück und behauptete, der wahre Champion zu sein. Das führte zu einem aufregenden Leitermatch bei WrestleMania, in dem der unumstrittene Intercontinental Champion gekrönt wurde. Als Punk 2011 zur WWE zurückkehrte, wurde ein Match zwischen ihm und Cena angesetzt, um zu klären, wer der unbestrittene Champion sein sollte. Diese Geschichte erinnerte stark an die Konfrontation zwischen Michaels und Razor im Jahr 1993 bis 1994 und gilt heute als ein Höhepunkt in der Geschichte der WWE. Im Jahr 1990 hatte die Wrestling-Gruppierung Demolition im WWF-TV mit ernsthaften Herausforderungen zu kämpfen, als Bill Eady gesundheitliche Probleme bekam. Um das erfolgreiche Gimmick am Leben zu erhalten, entschied sich das Management dafür, Crush als jüngeres Mitglied einzuführen, mit dem Plan, ihn letztendlich als vollwertigen Ersatz zu etablieren. Ein ähnliches Szenario spielte sich 1998 mit den Road Warriors ab. Die WWF nahm Dross in die LOD 2000 auf, allerdings mit dem Twist, dass er bereit war, Hawk an der Seite von Animal zu ersetzen. Unpassend wurde Hawks realer Kampf gegen den Alkohol in die Storyline eingefügt, bevor Animal und Dross als die neue Legend of Doom weitermachten. Es scheint so, als ob die WWE-Writer davon ausgingen, dass Crushs Aufnahme in Demolition ein durchschlagender Erfolg war. Das ist wohl die einzige Erklärung dafür, dass sie erneut auf diese Idee für ein jüngeres Ersatz zurückgriffen, besonders bei einem der beliebtesten Duos im Wrestling. Verschlimmert wurde dies auch noch, als die WWE erneut diesen Ansatz verfolgte, indem sie John Heidenreich zwischen 2005 und 2006 als Animals Partner einbrachten. Ein weiterer Beweis dafür, dass die WWE oft auf bewährte, wenn auch nicht immer erfolgreiche Methoden zurückgreift. Am 13. März 2006 erlebte Vince McMahon in einer Episode von Raw einen eher unappetitlichen Moment, als er mit Shawn Michaels Urin bespritzt wurde. Eine komische Szene, die an die Attitude Era erinnerte, in der McMahon oft den Kürzeren zog. Leider konnte dieses Gag-Format mit der Zeit nicht mehr die gleiche kreative Wirkung erzielen. Fast anderthalb Jahrzehnte später, im Jahr 2020, wurde Sheamus in einer ähnlich peinlichen Situation geduscht, allerdings nicht mit Wasser, sondern mit Urin. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. In einem überraschenden Twist forderte er von Jeff Hardy eine Urinprobe für einen Drogentest, um dann einen Schluck des gelben Elixiers zu kosten, direkt im Ring bei SmackDown. Ähnlich wie Vince McMahon damals, präsentierte Sheamus dies als den absoluten Tiefpunkt seines Lebens. Diese Slapstick-Elemente im Sports Entertainment waren letztendlich nichts anderes als eine Wiederholung von bereits Gesehenen. Doch wenn man bedenkt, wie sehr Vince McMahon für seinen Toilettenhumor bekannt ist, ist es eigentlich überraschend, dass nicht noch mehr Wrestler im Laufe der Jahre in pissige Situationen geraten sind, sagen wir es mal so. Im Jahr 2018 verwandelte sich Becky Lynch in The Man, was bei den Fans enorm gut ankam. Mit ihrem rebellischen Verhalten und ihrer Stone Cold Attitude stellte sie sich gegen alles und jeden. Das ging sogar so weit, dass sie nach Konfrontationen mit Triple H und Stephanie McMahon festgenommen wurde. Die Szene, in der Becky Lynch trotz Handschellen weiter gegen die Authority shootete und dabei die Rampe hochgeführt wurde, war eine fast makellose Wiederaufnahme von Stone Cold Steve Austin's genialen Moment aus der Attitude-Ära. Bilder von Austin, wie er trotz Handschellen weiter rebelliert, sind so ikonisch geworden. Die WWE hoffte sich, indem sie Lynch das gleiche tun ließen, einen weiteren markanten Moment in der Geschichte zu schaffen. Und sie hatten Erfolg damit. Die Fans nahmen es der WWE nicht übel, dass sie auf alte Zeiten zurückgriffen und eine der bekanntesten Szenen von Stone Cold Steve Austin nutzten, um Becky Lynch noch rebellischer wirken zu lassen. Im Gegenteil, das Publikum war begeistert und der Man wurde dank ihrer rebellischen Art zur beliebtesten Figur der WWE. Es ist schon merkwürdig, wenn man bedenkt, dass der frühere World Heavyweight Championship
der WWE nichts anderes war als der WCW World Title, nur ohne diesen Namen. Ohne viel Erklärung übergab Eric Bischoff den Titel 2002 an Triple H. Im Jahr 2023 geht die WWE jedoch einen anderen Weg und führt ein Turnier für diesen neuen Titel durch. Dieser neue Gürtel folgt aber immer noch dem gleichen Designprinzipien. Ein komplett goldener Belt, dieses Mal aber mit großem WWE-Logo in der Mitte des Gürtels, was aber bei den Fans zu gemischten Reaktionen geführt hatte. Die WWE behauptet, es handelt sich um den brandneuen Championship-Titel. Merkwürdigerweise ist dies bereits das zweite Mal, dass der World Heavyweight Title abrupt und ohne Vorankündigung eingeführt wurde. Interessanterweise gibt es eine weitere Parallele zwischen der Situation 2002 und heute. Genau wie Brock Lesnar vor 21 Jahren ist heute Roman Reigns der Undisputed WWE Champion. Doch der Begriff Undisputed, zu Deutsch unbestritten, ist etwas irreführend, wenn es theoretisch noch einen anderen Champion geben könnte. Es ist schon erschreckend, dass das Hauptmatch zwischen dem Undertaker und dem Undertaker beim SummerSlam 1994 eigentlich länger hätte dauern sollen. Das Duell zwischen Bret und Owen Hart in einem Stahlkäfig zog sich jedoch so lange hin, bis die Verantwortlichen der WWF gezwungen waren, das Zeitschema des Doppelgänger-Desasters zu straffen. Im Rückblick erwies sich dieses verlängerte Match der Hart-Brüder als ein unerwarteter Segen für den Undertaker. Die WWE war so angetan von der Idee von Doppelgängern, die gegeneinander antreten, dass sie beschlossen, dieses Konzept 2006 erneut zu verwenden. Ein entmaskierter Kane stand plötzlich seinem maskierten früheren Ich gegenüber, was schließlich zu einem Match Kane gegen Kane bei Vengeance 2006 führte. Dies ließ viele Fans fragen, ob Vince McMahon vielleicht vergessen hatte, wie enttäuschend Taker vs. Faker 1994 ausgefallen war. Aber offenbar sah McMahon das anders. Kane gegen Kane war genauso enttäuschend wie sein Vorläufer. Luke Gallows, der ursprünglich Kane darstellte, konnte das Publikum nicht überzeugen. Die Fans waren von dem, was sie sahen, weitestgehend unbeeindruckt. Aber nun ist es wahrscheinlich dann auch irgendwann mal an der Zeit, sich auf ein mögliches Match Bray Wyatt gegen Bray Wyatt in diesem Jahr vorzubereiten. Und ja, so unwahrscheinlich wie das auch klingt, es könnte wirklich passieren. Also, zu Beginn möchte ich hier erstmal betonen, dass es klare Unterschiede in der Darstellung von Rhea Ripley und Dominic Mysterio im Vergleich zu Chyna und Eddie Guerrero gibt. Während die Beziehung zwischen Chyna und Eddie eindeutig humorvoll war, haben die Mitglieder vom Judgment Day eine etwas andere Dynamik. Kurz gesagt, sie genießen es sichtlich, alle zu provozieren. Rhea's Shirt Ich bin deine Mami erinnert direkt an Guerreros Ich bin dein Papi Merchandise. Zudem ist die Art, wie Dominic Ripley Mami nennt, ähnlich der Art und Weise, wie Eddie Chyna als seine Mama Sita bezeichnete. Es ist offensichtlich, dass die WWE viel Freude daran hat, Rhea und Dominic als Chyna und Eddie der heutigen Generation zu präsentieren. Aber warum eigentlich auch nicht? Es löst Reaktionen beim Publikum aus und hilft gleichzeitig beiden Charakteren, sich erfolgreich weiterzuentwickeln. Es wäre also nicht überraschend, wenn die WWE diese Vergleiche mit der Vergangenheit weiterführt. Meiner Meinung nach, sie sollten es so tun. Wollt ihr nochmal sehen, wie mich niemand anderes als Liv Morgan in WWE 2K23 fertig gemacht hat? Dann schaut doch mal euch dieses Video an. Ist lustig, glaubt mir.